Tagelang haben sie sich in der Polytechnischen Hochschule von Hongkong verschanzt gehalten und sich teils gewaltsame Straßenschlachten mit der Polizei geliefert. Doch immer mehr Studenten der Pro-Demokratie-Bewegung geben auf. Die Mehrheit der Studenten würde das Gelände gerne verlassen. Nicht, dass sie das wirklich wollten, aber ihnen gehen die Lebensmittel und das Wasser aus. Und sie haben seit Tagen nicht geduscht. Sie haben keine andere Wahl als zu gehen, obwohl sie wissen, dass sie festgenommen werden. Hunderte Aktivisten sind inzwischen aus der Hochschule geflohen. Sie haben sich von Brücken abgeseilt oder Fluchttunnel genutzt. Andere lassen sich von der Polizei festnehmen, als sie das Gebäude verlassen. Die Polizei hatte mit dem Einsatz scharfer Munition gedroht. Regierungschefin Carrie Lam forderte die Aktivisten zur Aufgabe auf. Über 18-Jährige müssten mit einer Anklage rechnen. Einige wenige Aktivisten halten aber weiter die Stellung und bieten den Behörden die Stirn. International wächst die Sorge, dass die seit Monaten anhaltenden Proteste in einem Blutbad enden könnten. Der US-Kongress stellte sich unterdessen mit einem Gesetz hinter die Demokratiebewegung.